denke, dass wir hängen, Bruder, bitte, wirklich. Das steht so einfach so am Rand, so. Wie so ein Gangster am Straßenrand. Zu meiner Linken, der Bruder Gazi. So wie du aussiehst, müsste diese kommen. Kennst du das? Der sieht aus wie so ein Shaolin-Kämpfer, weißt du? Es gibt eine Revanche. Wir sind zu alt geworden, Bruder. Was geht ab, Freunde? Was geht? Und willkommen zu einer neuen Folge von Jones Kitchen. Meine verehrten Damen und Herren, heute mal wieder eine Folge Jones Kitchen. Zu meiner Linken, der Bruder Gazi. Den haben wir natürlich noch in Erinnerung von der letzten Folge. Hat sehr stark performt, muss man sagen. Dankeschön. Zu meiner Rechten, Hone TV mit der Sonnenbrille. Freunde, es gibt eine Revanche. Ich sag nicht, wer gewonnen hat. Wer das sehen möchte, kann sich gerne die letzte Folge sehen. Yunus vs. Gazi in Jones Kitchen. Eine sehr, sehr spannende Folge. Guckt es euch an. Ja. So, es gibt eine Revanche. Ich sag euch nicht, wer gewonnen hat oder nicht. Heute gibt es wieder ein ganz krasses Rezept, haben wir heute. Ja, heute haben wir etwas Krasses überlegt und wir haben einmal gedacht, wir machen Steak. Steak. Steak, sehr, sehr, sehr spannend. Also so halt, wie du es bestellst im Restaurant. Das ist also mal ein ganz krasses Gericht, Freunde. Wirklich ein krasses Gericht, muss man sagen. Eine Steak mit, vor allem, wir haben gesagt, Steak, Salat und Beilage. Beilage, genau. Ne? Also das ist schon sehr, sehr vielfältig. Und man muss auch sagen, es ist nicht einfach. Ne? Da gehören so ein paar spezielle Dinge, habe ich gehört. Tipps und Tricks. Tipps und Tricks. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich heute abschneiden werde. Ich sage euch ehrlich, ich kann mich nicht einschätzen dabei. Aber ich weiß, dass ich der Krasseste bin. Der Krasseste, nicht der Bessere. Ja, du machst die Jury heute? Ich würde die Jury machen. Ja? Ja? Warum nicht? Ja, kannst du das? Also, ja, Bruder, sei und. Ja. Der war so unsicher. Kannst du die Jury machen oder nicht? Ich hab ein bisschen Angst, weißt du? Ich hab ein bisschen Angst. Was immer ich nicht was? Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst, die Jury zu machen. So, machst du die Jury? Ja, die Jury machen ist ein bisschen schwer, weißt du gerade? Weil du hast einen sehr schwierigen Gegner, Bruder, und ich will dich nicht ablosen sehen, weißt du? Ja, Bruder, du kennst mich, Alter. Ich hatte ein bisschen Angst, so. Deswegen war ich mir unsicher, weißt du? So. Freunde, gar nicht lange fackeln, wir sehen uns hinter der Küche. Heute Männer hinter der Küche, Freunde. It is what it is. Meine Freunde, wir sind jetzt hier hinter der Küche. Rechte Seite Gazi, linke Seite Yunus. Einmal antreten bitte zum Face-Off. Dankeschön. Aber so wie du aussiehst, müsste diese kommen. Kennst du das? Der sieht aus wie so ein Shaolin-Kämpfer, weißt du? Heute Steak, Bruder. Geilen Salat mit einer Beilage. Für mich ist das eine große Herausforderung jetzt. Bruder, Steak, Beilage, Salat. Ja. Es wird Gas gegeben. Ich habe das Glück, das zu probieren. So, also Freunde, ich bin sehr, sehr gespannt. Möge der Kampf beginnen. Würde ich auch sagen. Möge der Bessere gewinnen. Macht der Ninko-Sänger, alles gut. Schwarze dies, schwarze Handschuhe. Das sah richtig gut aus, ne? Bruder, aber ich fahr das heute richtig, Bruder. Der ist ja richtig krass hier unterwegs, Wallah. Der meint es ja auch ernst, ne? So. Also, wir fangen wieder an mit. Natürlich. Servierten, befeuchten. Mit Trizinseln wieder. Für das Schneidebrett, damit das nicht rutscht. Also, Freunde, ich kann euch echt sagen, umso öfter der Gazi kommt, umso mehr kann man hier echt mitnehmen. Ja? So, Freunde, ich muss jetzt hier Pommes machen. Ich muss aber gucken, wie ich das anrichte. Also, Marc, wenn Gazi mir hilft, schneidest du das raus, bitte, ja? Ganz wichtig. Aber nur wenn. Weil ich bin der Krasseste. Das wissen die Leute auch. Also alle Frauen da draußen, die auf der Suche sind nach einem Mann, der halbwegs kochen kann. Yunus kann ich nicht empfehlen. Aber ich bin lernfähig, Bruder. Ich bin lernfähig. Ah, scheiße. Ich bin lernfähig. Er sagt noch, wer halbwegs kochen kann, dann kann er trotzdem Yunus nicht empfehlen. Also, deswegen, umso mehr gebe ich mir jetzt Mühe. Also, aber Gazi wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass ich wollte damit nur mal ansprechen, dass der Yunus noch zu haben ist, genau. Und er auf der Suche ist nach einer Frau, die ihn
beisteht bei guten und auch in schlechten Zeiten. Genau. Das kann ich nur bestätigen. Warte, das ist falsch. So, machen wir kurz Salat vorbereiten und Cousin. So, Freunde, Pommes geschnitten, ne? Salz. An dieser Stelle wollen wir auch eine kleine Werbung für unseren Bruder Gazi hier lassen, ne? Sein neuer Song, genau. Dan B, am 18. Das ist bis dahin schon draußen. Das Video wahrscheinlich nicht, aber die können sich ja schon mal, genau. Mal deinen Teaser angucken. Genau, bis dahin. Um 18. auf jeden Fall. Aber Gazi, ich muss echt sagen, du hast mich musikalisch sehr überrascht. Mich auch. Du hast doch den ganz krassen Song gehört. Ich muss sagen, also wir waren im Auto, der hat mir ein paar Songs gezeigt. Ehrlich, ganz böse. Du hast auch die Songs für den Sommer gehört. Ja, stark, stark. Da sind ein, zwei Bretter dabei, muss ich sagen. Ne? Die werden hier erstmal ganz Deutschrap erstmal machen. Steffen. So. Also, Salat habe ich jetzt hier genommen. Digi. Was brauchen Sie noch, junger Mann? Sag es mir. Ich mach mal hier Tomatos. Tue ich auch da rein. Stark, stark. Weil die macht die. Was noch? Nimm mir meine Arbeit nicht weg. Ich muss auch irgendwas hier, ne? Was brauchst du? Das war's eigentlich, glaube ich. Das war's? Ja. Keine Zwiebel, kein Nix, keine Gurken. Ja? Keine Gurken, keine Zwiebel. Ich mag keine Gurken. Paprika auch nicht, alles nicht. Also, wenn du Gurken magst, ist okay, aber. Oder an Salat, das, was ich hier sehe, ist eigentlich alles dabei, was ich mag. So, jetzt kommen wir zu dem ekligen Teil, und zwar Granatapfel. Aha. Wir wollen Granatapfel, aha. Was machst du mit dem Granatapfel? Ich hol die Kerne raus. Also kommst du mit dem Salat, oder was? Ja. Stark. Ja, ist gut. Wollte ich auch machen. Freunde, schaut euch nur mal an. Der war gut. Das funktioniert nicht. Warum? Ich verwende das Ganze. Ach so. Ja. Ja, das ist extra also, geplant. Beachte das bei der Bewertung, dass ich das drin hätte. Hey, hör auf, Cousin, das ist nicht korrekt, Bruder. Ich kann es ja beachten, dass ich das drin hätte, aber schmecken tut es ja trotzdem anders. Von daher werden die Punkte auch anders. Ich wollte einmal nur kurz darauf aufmerksam machen, so wie schön er diese Sachen geschnitten hat. Freunde, gibt's was Elektrisches hier? Scheiß Ding hier, Alter. Dazu muss man noch sagen. Ich bin die ganze Zeit am Drehen, Bruder, ich krieg Trizeps. Dazu muss man noch sagen, der Yunus ist sehr verwöhnt, also, ne? Warum bin ich verwöhnt? Weil Hausmütter hätte mich über dieses Ding gefreut. Aber du möchtest natürlich irgendwas Elektrisches. Ja, also ich war verwöhnt. Stimmt, das stimmt. Wo ich mal bei Eltern gewohnt habe. Ey, Bruder, aufpassen, nicht drauf treten, da ist ein Kern runtergefallen. Ja, steht direkt drauf. Ja. Also für alle, die diesen Salat nachmachen möchten. Stark. Oder auch essen möchten. Bitte achtet darauf, dass ihr diese weiße Schale nicht mit in den Salat tut, weil. Bitter. Der gibt Bitterstoffe ab, ne? Boah, hab ich das gewusst oder nicht? Ja, weil du wolltest auch reinmachen. Hab ich gesagt, die ist bitter? Ja, du wolltest auch reinmachen. Genauso aber auch wie bei den Tomaten. Der Strunk, der gibt auch Bitterstoffe ab. Also am besten mal darauf achten, das wegzuschneiden, ja? Das ist sehr wichtig. Bei Jones Kitchen tut ihr auch was lernen, Freunde. Natürlich. Dann, also. So Freunde, das ist hier Salat. Ich habe jetzt also verschiedene Salatblätter reingetan, Tomaten. Ich tue so ein bisschen Brotdings hier rein. Diese Croton heißt das, glaube ich. Glaube ich. Crotons. Bin mir nicht sicher, aber glaube ich. Die sind auch sehr einfach zu machen, diese Crotons, Bruder. Gib mir mal bitte. Also Crotons machen. Eine Zitrone bitte. Toast in Würfel schneiden. Salz, Olivenöl, bisschen Rosmarin, bisschen Thymian mit rein. Und dann in den Ofen für ein paar Minuten. Da habt ihr auch Croutons für zu Hause. Meinst du selber machen? Ja, ja. Ist ja nichts, ist nur ein Toastbrot, Cousin. Ja? Ja, ja. So, Toastbrot, bisschen Gewürzbrot, ein Würfel geschnitten und dann in den Ofen rein. Die Olivenöl, was? Die Zitrone mache ich auch, Freunde. Ehrlich, ja? Also ich bin ein Freund. Ja, je nachdem, wie du Bock hast. Auch wichtig ist Olivenöl, damit das auch ein bisschen Farbe kriegt. Du siehst ja, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Genau. Zitrone mache ich halt sehr. Toastbrot? Für mich Zitrone ist ein Muss. Ne? Ja. Zitrone ist ein Muss. Hey, warum kocht das Wasser hier nicht? Rebellismus. Hier, ein bisschen, wie heißt das? Rucola? Ja, das krieg ich schon mal gut, Mann.
Bisschen Rucola. Ah, guck mal, die Pfanne ist sehr heiß, Bruder. Die Pfanne ist sehr heiß. Du sollst nicht heiß. Die ist aber heiß, aber deswegen, du musst das ein bisschen. Was denn, warte, sag mal, was hast du denn? Gib mir die mal her. Das ist aus. Oh, Entschuldigung, mein Bruder. Ah, ich will untere Dings haben. Genau, jetzt musst du ein bisschen hochschieben, genau. Aha, okay. Aha. Freunde, ich mach auch Pulbibär ein bisschen auf Pommes. Ich weiß nicht warum, aber ich mach das einfach. Starke Aussage. Ich weiß nicht warum, aber es sieht so aus, als ob es so gemacht werden muss. Also, Freunde, Feta-Käse. Hier. I like it, I like it. Okay, nur damit der versteht, wer der krasseste ist. Jonas, ich bin echt immer wieder aufs Neue erstaunt, wie motiviert und arrangiert du tatsächlich, Bruder, an die Sache rangehst, Bruder. Ehrlich. Ich mach alles mit Liebe, Wallah. Also, ehrlich, ich würde es auch so machen, ne? Das sieht genauso aus, als würdest du jeden Tag mit Liebe machen. Sag mal ehrlich. Ja. Also, ob ich das kann oder nicht, ist die andere Sache, aber ich mach das. Wir reden nicht von können. Ja. Wir reden von nach außen aussehen oder außen stehen, wie das aussehen würde. Ja. Mit dem Außenstehenden aussehen würde. Das war der Satz. Mhm. Ja, das ist auch sehr gut, dass du das jetzt schon machst, weil dann bleibt der Salat auch für die nächsten 40 Minuten genauso knackig. Ich mache ja nicht so viel Soße, weißt du? Ja, ja. Damit das nicht, ich mache nicht so viel Dinge, weißt du? Das meinte er gerade, er hat mir gerade gesagt, du machst das sehr gut. Danke für dein Kompliment. Ich weiß, das war ironisch gemeint. Nein, auch nicht. Also Sarkasmus und Ironie bin ich kein Freund von. Er hat nämlich gesagt, er bereut es, dass er seinen Salat nicht auch schon gemacht genau. hat. Genau. Ich hab doch keine Ahnung. Also ja, ich habe jetzt Balsamico und Joghurtdressing gemischt. Also macht man zwar nicht vielleicht so in der Realität, aber wir sind jetzt nicht in der Realität hier. Genau, wir sind in der Matrix. Wir sind nicht auf YouTube, Bruder. Wir sind auf YouTube. Wir sind in der Matrix. Janusz, würde sagen, wir sind in einer anderen Dimension. Anderen Dimension, ne? Hast du für mich ein gutes Stück Alufolie da oder generell Alufolie? So, Freunde. Das ist hier mein Fleisch, mein Steak. Ja. Sei mal ehrlich, Cousin. Sei mal ehrlich, Cousin. Hier, Freunde, Wasser. Guck mal, so macht man das. Olivenöl. Hier krieg ich Wasser und hier werde ich trocken. Olivenöl einmassieren. Damit das Fleisch. Hä? Ist so, so macht man das. Ja, Bruder. Der war damals auch Masseur. Weißt du, wo ich das gesehen habe? Ah. Bei Survivor. Survivor, die sind doch im Wald. Bei Survivor. Die sind im Wald und dann machen. Und dann machen die so, massieren die, ne? Die machen gleich so Dinge. Mama, Pfeffer drauf. Natürlich. Wie ich dir sage, weil ich mach das. Weiter. Dreh mal richtig, Junge, ja. Bist du ein Mensch. Durch um Rad drehen oder was? Ja, genau so. Ja, okay. Okay, reich, hallo. Ein bisschen Salz. Ja, Team. Warte, mach mal hier. Ey, reich. Mit Salz massieren. Gib mal noch mehr. Noch mehr? Oh, da ist aber einer verliebt, sagt man bei uns. Hey. Am Ende ist das mein, weißt du was? Mach selber, am Ende ist meine Schuld, dass du verkackt hast. Nein. Doch, bei dir kennt man das. So. Also, Freunde, massiert mit Olivenöl. Salz und Pfeffer, Bismillah und... Warte mal, mach mal hier Öl so. Okay, weil meine Hände sind links. Okay, lass mal los. Hast du den Ofen angemacht? Ja. Okay. Ey! Das so, hab ich dir gerade schon gesagt, Alter. Bruder. Das hab ich dir gerade... Oh. Nein. Das hab ich dir gerade schon gesagt. Mach mal wieder da weg. Null. Hier. Ich schwöre, wenn das Fleisch noch leben würde, wird das weglaufen, Bruder. Beim Steak immer Knoblauch einfach draufdrücken, nicht schneiden. Warum? Für den Saft. Damit die ätherischen Öle sich freigeben. Damit was? Die ätherischen Öle. Verstehst du? Aber guck mal, das letzte Mal... Ätherische Öle. Verstehst du? Pass auf. Das sind die Öle, die in den drinnen sind. Riech mal jetzt. Boah. Intensiver, verstehst du? Das ist wie eine Hazelnuss. Kann ich das auch benutzen? Nein.
Ja, perfekt, 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 perfekt. Perfekt, perfekt. Oder komm mal mit deinem Pommes jetzt auf meiner Steak, ja, Salami. Voila, Alter. Haben wir keinen Deckel? Wenn der passt, dann passt er. Bye. Jeder Topf findet auch mal einen Deckel, mein Bruder. Isst du auch gerne Medium? Ich esse sehr gerne Medium. Ich habe gerade extra offen gelassen, damit ihr so macht, wie ihr wollt, aber er hat schon. Der Junge hat Menschenkenntnis. Was machst du da? Bruder. Was machst du da? Nix, Bruder. Gar nichts. Ich weiß genau, was er macht, Bruder. Gar nichts, Bruder. Alles gut. Hier. Thymianke. Bruder. Ja. Genau. Drauf. Und einfach rein, Cousin, ja? Freunde, oh, hier wird kein Spaß gemacht. Ja, hast du Muskatnuss hier? Muskatnuss. Muskatnuss. Oh. Was für ein Ding? Muskatnuss ist ein Gewürz, Cousin. Muskatnuss sieht sehr schlecht aus. Voila. Guck mal, wir haben alles da. Ich glaube, alles haben wir da, außer Muskatnuss. Guck mal, bitte sein Steak, dass wir hängen, Bruder. Bitte, bitte. Hast du gesehen, so, das steht so einfach so am Rand, so. Wie so ein Gangster am Straßenrand. Ja, Bruder, so, wegen, Steak so vor der Mütter mit Feuer, so einfach so. Wegen Öl, wegen Öl. Alles, Bruder, alles. Da merkt man direkt jetzt auch, aber wegen Öl, Bruder, wegen Öl. Alles ist bedarf. Alles ist bedarf. Das ist der Ende der Zone. Hast du gesehen? So ein Gangster wie auf Bronx und der war so, typ so am Straßenrand so. Wie so ein verlorener Küken, so von so Eltern getrennt so. Am Straßenrand. Oh, du bist Hille, mir. Aber trotzdem muss man nicht sagen, es sieht nicht schlecht aus. Nee, ist auch nicht. Auf. Wir fangen so an. Rein. Okay. Bonus. Achte auf dein Steak. Dann fangen wir. Granatapfel. Wichtig. Granatapfel. Ich mach den ohne Granatapfel halt sieht der Salat nicht. Rein. Ich mach den halt durch. Okay. Ich auch. So, dann haben wir das. Rote Zwiebel. Keine normale Zwiebel. Rote Zwiebel. Angst, warum rote Zwiebel? Ich mache weniger Mundgeruch. Auf Rot? Oh, ja. So, dass man ein bisschen Blut gibt. Das mag ich gar nicht. Rein. Ja, du hast vorhin gesagt, okay. Nee, ist egal. Hab ich extra gesagt. Weil ich gucken wollte, ob ihr unterschiedlich macht. Aber wir haben beide gleich gemacht. Rein. Wichtig. Okay. Den Feta-Käse vom Schluss rein, sonst geht er zu viel kaputt. Sieht nicht gut aus. So. Feierabend hier. Hier ist Feierabend, Freunde. Rein. Immer dieser Balsamico-Cousin, bitte dein. Balsamico. Bitte schön. Okay, jetzt nimmt die Pommes von Younes Form an. Und ich muss sagen, die sehen mir ein bisschen aus wie Süßkartoffeln. Essigöl. Gib mal bitte einen Teller, wo ich die reinmachen kann. Vom Öl, vom Olivenöl ein bisschen mehr. Ja, ja, genau. Okay. Vom Essig, Balsamico-Essig ein bisschen weniger. So, Freunde, ich hole jetzt meine Pommes raus. Guckt euch nicht die ganzen anderen Quatsch-YouTube-Videos an, wo ihr nichts lernt. Schaltet ein, wenn es heißt Jones Kitchen. Ich habe auf jeden Fall extra hier Küchenrolle drunter gemacht. Ha. Damit das Öl auch ein bisschen weggeht, weißt du? Damit das Öl auch runter tropft. Ich meine, das hier ist wirklich krass, andere Liga, wirklich. Ach, ich brauch nichts, Bruder. Hast du so Schalen, wo man Ketchup reinmachen kann? Ja, aber das, was der hier auch macht, der Junge gibt sich echt, echt krass Mühe, muss man sagen. 3, 2, 1. Bitte alles liegen lassen. So, okay, Freunde, ich bin fertig. So, ich habe leider heute nicht so viel zum Dekorieren bekommen oder gehabt. Genau, weil hier auch überhaupt nichts liegt zum Dekorieren. So, aber ich mach's heute auf dezent. Und er sieht schön aus und ich bin stolz auf mich, was ich hier gerade wieder fabriziert habe. Genau. Und wenn das Ganze nochmal krass schmecken wird, Pommes, überragend, Salat ist auch krass, aber Steak muss der probieren gleich. Wir kommen zu der Bewertung, meine verehrten Damen und Herren. Die Bewertung. So, meine Freunde, wir kommen zur Bewertung.
Einmal Yunus, einmal den Bruder Gazi. Zur Bewertung hier antreten. Oho, oho. Ich bin gespannt, ob meiner überhaupt durch ist, Alter. Ich bin bei dir wirklich sehr gespannt. Weil ich hab echt lange gelassen. Durch? Du hast deine Mutter ge***. Voila, das war ich. Du hast deine Mutter ge***. Das ist gleich wie ein Kaugummi in seinem Mund. Nein. Das hat eine halbe Stunde lang gebraten, Bruder, in triefenden Fett, Bruder. Ja, aber ich wollte den durchhaben. Bei dir ist ja noch ein bisschen Medium. Bei mir ist Medium auf Punkt. Bei dir ist... Ich mach das, Bruder, ja durch. Ich mach's ja durch. Erfahrung. Umso länger du das Fleisch brätst, umso zäher wird es. Du hast das richtige Kaugummi im Mund, Bruder. Hättest du auch Airbags essen können. So. Hättest du ja, Bruder, ich will das ja durchhaben. In den Ofen. So, meine lieben Freunde, wir kommen hier erstmal zum Aussehen, zu der Bewertung fürs Aussehen. Wir fangen mal hier bei dem Bruder hier an. Muss ich sagen, der Bruder hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, so wie immer, wie man es von dir gewohnt ist. Ja? Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, ich habe hier sehr wenig erwartet, aber du hast echt fürs Aussehen hast du sehr viel auf dem... Ich bin ja fürs Aussehen ja sehr bekannt. Ehrlich, hast du sehr... Genau. Also, begründe mal bitte das Oregano, was du da drauf machst. Das ist Optik, Bruder. Nur Optik. Nur bei ihm, du musst wissen, bei ihm ist Oregano sein... Also, gib mir irgendwelche Pflanzen, die so aussehen, das ist für mich Optik. So einfach die sind Optik. Nicht für Geschmack oder sonst was. Okay, Bruder. Genau, das ist einfach nur für die Zierde so. Ich finde, also, ohne Spaß jetzt... So mit dem Organ finde ich das wirklich sehr, sehr gut. So, das hat etwas, hat so einen Touch. Das machen ja auch einige Restaurants, muss ich an der Stelle sagen. Ich esse ja auch oft draußen. Ich esse nur draußen eigentlich. Ja. Und jetzt kommen wir einmal zu Gazis Brett, sage ich jetzt mal, im wahrsten Sinne des Wortes. Aussehen wirklich sehr, sehr gut auch. Er hat jetzt seins halbiert, ne? Er hat jetzt seins natürlich halbiert, damit man schön das drinnen sieht, dass es Medium ist, ne? Und hier mit... Schöne Soße dazu, damit es nicht so trocken ist. Salat auch wirklich sehr gut angerichtet, bei dir aber natürlich auch sehr gut. Beides spricht mich sehr an, ich habe richtig Hunger. Wir kommen mal zur Bewertung. Wir fangen mal bei dir an, Brudi. Ich gebe dir eine knackige 9. Eine knackige 9 gebe ich dir. Ja? Ich hoffe, du bist damit auch zufrieden. Fürs Aussehen. Wir reden jetzt nur fürs Aussehen, ja? Ich muss sagen, Bruder, wirklich... Ein bisschen, also hier ist mir ein bisschen zu viel. Hier ist mir vom Salat her ein bisschen zu viel. Ja? Ich weiß, es scheint witzig zu sein. Alles gut, Mann, alles gut. Aber in der Realität muss ich sagen, hier eine 9 und hier eine 8,5. Fürs Aussehen. Wir sind nur beim Aussehen, mein Alles Bruder. Gut, Bruder. So, ich fange aber diesmal. Ich fange erstmal hier an. Ich fange erstmal hier an, ja? Du musst alles probieren. Steak. Das heißt, das, das und das. Genau, ich würde aber mit dem Steak anfangen. Ich würde aber gerne beim Salat anfangen. Nein, Bruder, weil. Salat beeinflusst den Fleisch, also oder was sagst danach du? Was. Ich trinke Salat. Du entscheidest, das ist dein Teller. Es ist sein Essen. Du entscheidest, dein Teller. Es ist sein Essen, lass ihn essen, wie er Bock hat, Bruder. Okay. Wie seine Eier sich wohlfühlen. Okay, ich kann ja gerne danach mal einen Schub trinken, das ist kein Problem. Bismillah. So, wir kommen jetzt mal zum Steak. Bismillah. Oh, das ist kein Steakmesser. Bismillah. Aber es lässt sich trotzdem sehr gut schneiden, muss man sagen. Okay, okay. Ja, wofür haben Sie die Soße nicht getan? Hallo. Ich muss erstmal alles nur natural. Okay, okay, natural. Und jetzt okay. kommt die Soße, mein Bruder. Okay. Aber weißt du wie? Nein. Doch. Nein. Nein, was hat er gemacht? Oh mein Gott. Das ist echt ein Verbrechen. Bismillah. Alle, meine Damen und Herren, alle, die da draußen gucken, das ist ein Verbrechen. Also Steak. Mit Ketchup, so, mit Ketchup und Mayo, Freunde. Maximal kann ich schon sagen. Mit Ketchup. Also, Kuss. Freunde. So. Gott sei Dank ist das mein Geschmack. Wir fangen bei seinem Salat an. Fang an, wo du willst. Ja. Hier habe ich ein bisschen Angst, muss ich sagen, Bruder. Er ist gar nichts, ist trocken, guck mal. Ja, das Ding ist aber, ich habe gesehen, was du reingetan hast. Ich deswegen habe ich Angst. Ach, da ist gar nichts. Bismillah, Rahman. Irgendwas soll ich so nehmen, so wie ja, willst du? Ja, ein bisschen, wenn Feta-Käse drin drauf ist, okay. Oliven, Feta-Käse. Nicht Oliven, nein, nicht Oliven nicht, nein. Tomate, Salat. Genau, das war's. Hier diese Dings noch, hoppala. Bismillah. Ich kann euch sagen, was mich am meisten fasziniert hat. Salat ist sehr gut. Wir kommen zum Steak. Also was mich fasziniert hat, waren meine Pommes, die fand ich überlecker. Ich finde die auch übertrieben gut aussehen. Also, hä? Ja, was? Nochmal? Ja, ich finde deine Pommes richtig schön aus. Ja. Wallah? Ja. Oder ist das ironisch gemeint? Nein, maximal ironisch gemeint, Bruder. Wallah? Ich schwöre dir. Ich finde die übertrieben geil. Ja.
Wir kommen zum Steak. Ich bin so gespannt auf den Steak, ne? Ich sag dir ehrlich, bei dir bin ich noch gespannt als bei ihm sogar. Warum? Bruder, das ist kein war uns bewusst, aber du machst das zum ersten Mal. Ich bitte dich. Bismillah. Du hast gesagt, es wird ein Kaugummi, hast du gesagt? Bin mal gespannt. Oh, okay. Okay, ja. Man sieht den Unterschied von innen, ne? Man sieht den Unterschied natürlich hier. Es ist, auch, ist aber aufgeschnitten, ne? Ist, ja, ja, aber man sieht den Unterschied natürlich, ne? Also. Ist durch bei mir, ne? Bei dir ist, bei dir ist durch als bei ihnen. Ob das jetzt besser ist, weiß ich nicht. Das lassen wir jetzt, ne? Bismillah. Also, vom Ding her finde ich das, also. Ich, ist okay, also ich hätte Bubblegum, gesagt, ich hab's nicht. Was sagst du? Ich hab's mir schlimmer vorgestellt von der Farbe her, aber ist gut. Kennst du diese Kaugummi von damals, wo du die Uhr aufgemacht hast? Lag du, ne? Sehr gut. Nee, ehrlich jetzt. Komm gleich dazu. Ich muss erst mal das probieren oder nicht. Bruder. Was ist das Fleisch denn? Eine Mutter? Warte, warte. Ich hab schon versucht, Blase zu machen. Ging nicht. Einen Moment. Die Pommes bin ich auch sehr gespannt gerade. Boah. Maximal. Boah, ohne Spaß. Die sind auch scharf, ne? Sehr gut. Aber ich komme zur Bewertung. So. Probier gerne mal, probier gerne mal. Boah, ey, die Pommes sind maximal scharf und sehr gut, muss ich sagen. Sasa, gib mal bitte ein Messer und ein Gabel, Bruder. Ja? So. Wir kommen zur Bewertung. Wir fangen bei Gazi-Zelle an. Ich schwöre auf alles, der Salat hat mich mies überrascht, weil da einfach Basilikum drin ist und dies und das. Das mag ich gar nicht eigentlich, aber es hat mich überrascht. Es schmeckt einfach wie ein Salat, der meine Mutter gemacht hat. Hier muss ich sagen, vom Geschmack her, also von der Zähhaftigkeit und so, ist nicht auch so ganz meins, ja? Ist jetzt nicht so, also muss man auch ein bisschen länger kauen und so, aber es schmeckt krass. Es schmeckt wirklich sehr krass. Kartoffeln brauchen wir gar nicht bewerten, glaube ich. Die sind sowieso krass. Sehr, sehr stark. Wirklich. Hier gebe ich Ihnen eine knackige, mit dem Abzug, ja, 9,5. Eine knackige 9,5. Okay. So. Okay, nimm mal mit. Bei dir, Bruder, hier muss ich sagen, schmecken tut's wirklich sehr gut. Wirklich, schmeckt, also vom Geschmack her ist wirklich gut. Aber natürlich mit den Tricks und Mix von dem Bruder hier, ne, mit dem Rosmarin, meinem Rosen. So, ne. Ich weiß nicht, wie lange ich gekaut habe, ich habe nicht auf den Schoko geguckt, aber es war schon mäßig, Bubblegum-mäßig. Das Beste an dem ganzen Brett waren die Pommes, muss ich echt sagen. Aber dafür, dass du das zum ersten Mal gemacht hast, voller Respekt, Bruder, ist okay geworden. Hey, ihr könnt nicht jedes Mal bewerten mit der Aussage dafür, dass du es zum ersten Mal gemacht hast. Wollt ihr mich verarschen? Hat das hier alles mal gemacht? Du bist ein starker Gegner. Deswegen kann man es machen. Du bist ein sehr starker Gegner. Ja, normal. Pass auf, jetzt, weil die Pommes so stark waren. Ach, egal, Bruder, mach dein Ding. Du willst jetzt sehen. Mach dein Ding. So, hier. Muss ich leider 2 Punkte abziehen. Jetzt ich 2 Punkte ab. Hier muss ich den 1/2 Punkt abziehen. Dafür kriegst du hier wieder 1/2 Punkt drauf. Das heißt, du bist bei deiner knackigen 8 Punkte, Bruder. Mit deinem Teller. Dankeschön, Bruder. Du bist der krasseste, ich bin der bessere, Bruder. Aber egal wie krass du bist, ich bin besser, Bruder. Aber trotzdem. Lass deine Finger vom. Lass deinen Dings von meinem Fleisch, Bruder. Lass dein Fleisch. Okay. ich werde jetzt auch meine Bewertung dazu geben. Ich habe mein Fleisch verkackt. Ich habe selber probiert gerade. Ehrlich? Ja. Ist 10, ne? Mm. Oder du darfst Fleisch nicht so lange anbraten lassen, Bruder. Also, deswegen hast du rein, scharf anbraten von beiden Seiten. Hast du Pommes probiert? Nein, Bruder. Probier mal für die Pommes. Nee, probier mal die hier. Welche? Ja, diese große, die waren teilweise nicht so dingens. Lackier, Bruder. Hast du Pommes probiert? Nein, Bruder. Probier mal für die Pommes. Aber Walla, die sind gut. Quasi bester Mann, Walla. Sind scharf, weißt du? No. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Bruder. Immer wieder gerne. Ich danke auch gerade, dass du gekommen bist. Ich hab's schon angesagt, Freunde, von Anfang an habe ich gesagt, das wird ein etwas schwieriges Rezept. Das wird echt schwierig diesmal. Duell sein, weil Steak habe ich echt null Erfahrung mit. Ist halt so eine, ne, da muss man schon ein bisschen. Man denkt, es ist einfach braten, aber einfach ist es nicht, Freunde. Schreibt uns am besten, was wir als nächstes machen sollen, Freunde. Wie gesagt, Gazi ist halt ein starker Gegner, muss man an der Stelle sagen. Danke fürs Zuschauen. Schöne Ferien. Genießt euren Krankenschein. 17.02.
Neue Single, Darbe von mir. Ich küsse eure Herzen. Abchecken auf jeden Fall. Dankeschön, dass ihr da gewesen seid. Peace out. Spa-bau. Salamat.